Wisst ihr, wenn man in Berlin aufwächst, dann ist das so, dass du, wenn du abends unterwegs bist, schon durchaus mal die Erfahrung hast, dass du irgendwie so auf irgendwie andere triffst, die dir nicht so wohlgesonnen sind, oder dass man auf andere trifft, die einem vielleicht das wegnehmen wollen oder so. Und das hat man immer mal wieder irgendwie in Berlin. So ist das leider, aber. Also kommt natürlich auch darauf an, in welchem Bezirk du bist, zu welcher Uhrzeit du unterwegs bist und ob du irgendwie provozierend aussiehst oder was weiß ich nicht alles. Aber in letzter Zeit nimmt das immer mehr zu. Und zwar gerade eben eine Situation gehabt, da bin ich in, also ich bin jetzt gerade in Friedrichshain, in der Simon-Dach-Straße und bin hier einfach nur so lang gelaufen. Es ist auch noch gar nicht spät, es ist irgendwie 6:30 Uhr oder so. Und wollte ein paar Fotos machen und auf einmal sehe ich, und das, also wie, ich glaube, ich muss das nicht nochmal verifizieren, aber ich bin garantiert nicht irgendwie rassistisch oder sonst was. Ich sage einfach nur, was mir jetzt irgendwie so in der letzten Zeit aufgefallen ist. Und zwar war das früher immer eher so, dass man, wenn man draußen unterwegs war, dass dann irgendwie, wenn es dazu kam, waren das meistens auch irgendwie, ich sage jetzt mal irgendwie so Gruppen oder so, die dich abgezogen haben. Und jetzt sind es aber nicht irgendwie so Gruppen von irgendwelchen europäischen Ausländern oder irgendwie sowas, sondern das sind fast immer Schwarze. Und das ist gruselig, weil zum einen sind die größer als ich, die können schneller rennen, die können doller zuhauen und was weiß ich. Und ich glaube, wenn ich nochmal einen Schlag irgendwie gegen meinen Kopf bekomme, so, dann brösel ich auseinander oder irgendwie sowas. Und gerade eben nur zur Situation. Ich bin die Simon-Dach-Straße so dran vorbeigelaufen, die Grünberger Straße hier, und sehe zwei Schwarze auf mich zukommen und dachte mir gleich schon so, ach, gehst du mal lieber rüber, irgendwie so, gehst dem Stress aus dem Weg, und bin auf die andere Straßenseite gegangen und habe gesehen, dass die gleich so mit mir mitgegangen sind. Und einer ist dann auf die Straße so, um das zu blocken, dass man irgendwie wegrennen kann oder irgendwie sowas. Und dann liefen die immer schneller auf mich zu und dann habe ich so rechts rüber geguckt und habe gesehen, da ist so eine Steinecke Bäckerei und bin dann da mal kurz reingegangen und habe mir mal erstmal einen Kaffee geholt und breche das jetzt hier auch an der Stelle ab. Das ist mir einfach alles ein bisschen zu gruselig und ja, ich wollte es nur gesagt haben, so, also ich habe das jetzt das zweite Mal, beim dritten Mal war ich mir nicht ganz so sicher, aber ich habe irgendwie, also wie gesagt, wenn du in Berlin aufwächst, hast du ein Auge für sowas, aber das war gerade, ich würde mal sagen, ein wenig knapp. Und dann habe ich auch so, als ich in dem Laden drin saß, ein bisschen geguckt gehabt, so, ob die jetzt weg sind oder ob die sich auch verstecken, um mich gleich noch zu greifen. Aber wenn du allein unterwegs bist, ist zu gewissen Uhrzeiten manchmal ein wenig gruselig, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, es gibt, das hängt nicht jetzt unbedingt so mit der Herkunft zusammen oder mit der Hautfarbe oder irgendwie sonst was. Wie gesagt, ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, die schwarz sind, die Türken sind, die Araber sind und was weiß ich. Aber die Entwicklung hier ist schon manchmal ein wenig gruselig. Lasst bitte nicht in den Kommentaren jetzt so eine Ausländerdiskussion losgehen. Ich wollte einfach nur so, wie ich das immer mit meinen YouTube-Videos mache, euch so erzählen, was mir über den Tag passiert ist, weil Daily Tagebuch und so, ne? Aber war nicht so ein schöner Moment gerade. Ich habe auch immer dann so einen Tick, ich gucke dann nochmal überall, ob ich noch was sehe, aber. Ich werde jetzt garantiert auch nicht nach Kreuzberg fahren und werde da weitermachen. Ich glaube, das wird langsam hier alles so ein Bereich, den man auf der Karte irgendwie schwarz einmarkiert. Na gut. Irgendwie hat mir das Thema jetzt während der Fahrt doch keine Ruhe gelassen und ich habe da so die ganze Zeit immer wieder drüber nachdenken müssen. Und mir ist eine ganz witzige Anekdote dazu noch eingefallen. Und zwar saß ich irgendwann mal mit dem Felix, einer meiner besten Freunde heutzutage, bei einem Grillabend bei uns im Garten. Und dann habe ich den aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr warum, ist ja auch schon ein bisschen her, mit einer Plastikschippe gehauen. Und Felix hat ausgeholt und hat mir auch straight eine übergebraten mit diesem Teil.
Dann bin ich heulend zu meiner Mama gerannt und die hat mir dann gesagt: Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und der Grundsatz, ich glaube, wenn wir uns an den alle halten würden, also alle auf der Welt, die es irgendwie gibt, dann gäbe es all diese Probleme nicht. Aber naja, irgendwie gerade ein bisschen blöd gelaufen, aber also gut, Thema beendet. Ich gehe jetzt mit dem Frank eine Runde mit seinem Hausboot fahren. Was auch immer das sein mag, aber ich bin schon gespannt. Leute, ich bin auf dem Hausboot angekommen und also Frank ist so jemand, der ist immer für eine gute Überraschung irgendwie zu haben, aber das Ding hier, das ist so ein, wirklich wie so ein schwimmendes Tiny House, sage ich mal, nur irgendwie in schöner. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich gebe euch gleich mal sozusagen so eine kleine Roomtour, aber es ist wirklich wunderschön hier. Also, wer zuerst vom Boot fällt, Frank oder ich? Und Frank ist im Wasser. Nein, Spaß. Wem geht's gerade richtig gut? Mir. Also leider kriegt die Kamera von meinem Handy das nicht so komplett rein. Ich hätte irgendwie so einen Weitwinkel oder sowas jetzt gebraucht, aber man, das sieht so aus, als könnte man so von der Größe hier drin einfach leben. So, ich bin wieder zu Hause angekommen und frag mich irgendwie nicht warum, aber ich bin echt müde. Bevor es jetzt Abendbrot gibt, werde ich noch mal kurz eine halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen schlafen. Und vielleicht das Video noch fertig machen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Video.